Moin Leute, und heute zeige ich euch, wie ihr die Kleidungsstücke von Motor Wars, den neuen Gegnermodus, ganz einfach rausglitschen könnt. Und das sehr leicht und solo. Was braucht ihr für diesen Glitch? Ihr müsst einfach generell in einer GTA Online-Sitzung sein. Aber bevor ihr jetzt mit dem Glitch anfangen, wollte ich euch jetzt schon mal zu bitten, den Like-Button mal so richtig zu verprügeln. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Glitches wie dieses hier verpassen. Und wer noch Unlock Alls braucht für den PC, in der Videobeschreibung ist der Link zum Unlock Alls Service, also auf jeden Fall mal abchecken. Und für die Leute, die noch einen PS4-Account brauchen, also einen gemoddeten PS4-Account, die sollen mich mal privat anschreiben, denn ich habe wirklich noch einen PS4-Unlock Alls zu verkaufen. Also wer Interesse hat, mich einfach per E-Mail, Instagram, Facebook, was auch immer anschreiben. Aber ich würde mal sagen, fangen wir mal mit dem Glitch an. Als erstes seid ihr einfach generell in einer GTA Online-Sitzung. Seid ihr in der GTA Online-Sitzung, müsst ihr natürlich Motor Wars starten. In meinem Fall habe ich es hier über so einen Punkt gemacht, aber ihr könnt es natürlich auch einfach über Option, Online, Jobs, Job spielen, von Rockstar erstellt, Gegnermodus und dann irgendein Motor Wars auswählen. In meinem Fall habe ich ja diesen Punkt genommen, weil man sofort in einer vollen Lobby spawnt. Deswegen braucht man auch keine Freunde, die irgendwie dabei helfen. Es reichen die Random-Typen, deswegen ist er so gesehen praktisch Solo. Könnt ihr selbst entscheiden, ob es Solo ist oder nicht, aber es ist irgendwie so 90% Solo. Aber egal. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt drinne seid und das Game sich auch gestartet hat, müsst ihr natürlich jetzt aussuchen, welche Farbe ihr haben wollt. Da es jetzt hier ein Frauencharakter ist, habe ich jetzt einfach mal den pinken genommen. Hat sich das Spiel dann mal wirklich gestartet, geht ihr ins Interaktionsmenü, geht dann auf Stil, scrollt dann runter zur beleuchtete Kleidung und spammt ganz die rechte Pfeiltaste, so dass sich das ganze Zeit wechselt. Das macht ihr ungefähr für 10, 15, vielleicht auch 20 Sekunden ganze Zeit durchgehend. Wenn ihr das Ganze dann am Ende dann gemacht habt, gibt es zwei Möglichkeiten, diesen Glitch auszuführen. Und zwar einmal für die Xbox One, Leute. Ihr müsst einfach euren Controller zur Seite legen und nichts machen. Denn ihr müsst aus dem Job wegen Inaktivität rausfliegen. Aber für die PS4-Leute gibt es natürlich einen einfacheren Weg. Und zwar, ihr müsst jetzt einfach die PlayStation-Taste drücken und irgendwas starten, was GTA anhält. Nicht schließen, nein, sondern wirklich nur anhält, dass das Spiel nicht geschlossen wird. Ihr könnt dafür Spotify, YouTube, Netflix, was auch immer benutzen dafür. Hat das dann gemacht, geht einfach wieder zurück in GTA und bestätigt die Meldung. Seid ihr in der Online-Sitzung, boom, ihr habt das Outfit bekommen. Und so leicht ist das dann auch. Ihr müsst es jetzt nur noch in eurem Apartment oder Kleidungsgeschäft abspeichern und dann habt ihr es auch schon. Wie gesagt, Leute, der Glitch ist wirklich mega leicht. Und weil er auch wirklich so leicht ist, würde ich euch jetzt nochmal bitten, ein Like fürs Video dazulassen. Und für die Leute, die mich überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Glitches wie dieses hier verpassen. Aber ich bin jetzt mal raus, euer Wombat. Ciao.